Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin heute wieder auf dem Panoramaweg Baden-Baden unterwegs. Das ist jetzt der zweite Teil. Und zwar sind das dann die dritte und die vierte Etappe. Ich habe jetzt ungefähr 1 Kilometer erstmal Zuweg bis zu dem Weg wieder. Ich habe heute woanders geparkt und muss dann auch nachher dann wieder mit dem Bus zurückfahren. Also ich habe jetzt erstmal 1 Kilometer bis zur Bushaltestelle, wo ich dann heute Nachmittag auch wieder hinfahre. Und dann muss ich halt das Stück auch wieder zurücklaufen. Das Wetter ist heute auch wieder herrlich. Gestern kam übrigens ein Bericht im Fernsehen auf SWR vom Panoramaweg Baden-Baden. Ich hoffe mal, dass das dann heute nicht so voll wird, weil alle unbedingt heute direkt diesen Weg laufen wollen. Aber ich gehe auch mal davon aus, wenn die das machen wollen, dass sie dann halt auch bei der ersten Etappe anfangen in der Innenstadt. Und die ersten 2 Etappen habe ich ja schon hinter mir. So sieht der Weg erstmal aus. Vom Herbst ist hier noch nicht viel zu sehen. Ich bin jetzt gleich wieder am Forellenhof. Da ist ein Hotel und Restaurant. Da wollte ich eigentlich letztens zum Abschluss noch was essen gehen. Aber da war leider geschlossene Veranstaltung. Die wurden übrigens auch in diesem Bericht erwähnt. Und ich denke, die werden wohl sehr oft samstags irgendwelche Hochzeiten oder Veranstaltungen haben. Da vorne ist jetzt das Waldhotel Forellenhof. Von dort bin ich letztens gekommen. Und hier geht es jetzt ein paar Meter, bis dann die Bushaltestelle kommt. Hier ist jetzt die Bushaltestelle Oberbeuren. Hier komme ich dann nachher wieder an. Ungefähr eine halbe Stunde brauche ich dann. Von da, wo ich letztens geparkt habe, mit einmal umsteigen, ist das machbar. Ich wollte eigentlich direkt wieder an die andere Stelle fahren, an den anderen Parkplatz. Aber da hätte ich dann so lange auf den Bus warten müssen, bis der dann hierher fährt. Und das war mir dann doch etwas zu spät. Und so habe ich dann heute Nachmittag mehr Zeit und kann dann wieder zurückfahren. Das waren jetzt ungefähr 1 Kilometer bis zum Parkplatz. Jetzt sind es noch 9 Kilometer bis zum Geroldsauer Wasserfall. Ich denke mal, das wird dann das nächste Highlight sein. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Kilometer ich heute überhaupt insgesamt noch habe. Ich schätze einfach mal so um die 22 könnten das sein. Ja, und hier geht es jetzt so schön an einem Bach entlang. Da geht der Weg weiter. Geht schon wieder sehr schön los.
So, die erste Steigung heute. Ein paar Meter gegangen und schon hat man eine schöne Aussicht. So, hier gibt es auch wieder eine schöne Aussicht. Die Kettensägen hört man auch schon. Irgendwo soll der Weg auch gesperrt sein. Ich habe vorhin so ein Schild gesehen. Aber man weiß ja auch nicht, wie lange das Schild schon dran hängt. Wie ich im ersten Teil schon erwähnt habe, stehen ja überall an den Schildern dran, wo auch die nächste Bushaltestelle ist. Also man kann hier wirklich den Weg so einplanen, wie man möchte, so viele Etappen laufen, wie man möchte. Man findet immer irgendwo eine Bushaltestelle, wo man wieder zurückkommt. Ja, ein schöner Wiesenweg. Ja, die Blätter, die sind zwar noch nicht schon bunt, aber dadurch, dass die Sonne doch schon recht tief steht, ist das ein richtig schönes Licht, eine richtig schöne Stimmung. Da oben gibt es einen Turm. Die Strecke ist bisher auch wieder sehr abwechslungsreich. Wald, Wiesen, Felder. Okay, Felder habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es kann ja noch kommen. Aber breite Wege, schmale Wege, echt schön. Sitzbänke gibt es auch wieder reichlich auf der Strecke. Noch 4 Kilometer bis zum Wasserfall und 9,5 bis Geroldsauer Mühle. Ich denke, das ist dann das Ende der dritten Etappe. Aber ich laufe ja weiter.
Hier scheint jetzt der Weg zu sein, der gesperrt war, weil die Absperrungen liegen an der Seite. Dementsprechend sieht der Weg auch aus. Von Waldarbeiten alles matschig, aber wenigstens nicht mehr gesperrt. Und hier ist schon wieder recht trocken. Der Turm da oben, das könnte natürlich dann auch der Merkur sein. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich denke schon. Der Merkur liegt jetzt nicht direkt an der Strecke. Man kann aber von unten mit der Bahn hochfahren, wenn man einen kleinen Abstecher machen will. Ich war bereits schon mal oben. Und zwar auf der Morgleiter. Ist schon herrlich, wenn man so aus dem Wald rauskommt und dann diese Ausblicke hat. Hier auch wieder schön. Man kommt aus dem Wald. Und hat diesen Ausblick. Die Holzfäller haben ja schon ganz schön gewütet. Aber alles gut aufgeräumt. Man hört schon ein Rauschen. Da unten ist auch schon der Bach. Sieht echt schön aus hier. Ich glaube, hier könnte man die Tour auch abkürzen, weil ich meine, ich muss nachher irgendwann auf der anderen Seite von diesem Bach wieder zurück. Aber wäre ja blöd, sehe ich ja den Wasserfall nicht. Schaut euch doch mal diese Ecke an hier, das ist doch herrlich. Kann man doch nicht abkürzen. So, jetzt wird es langsam schwierig mit Filmen, weil es sind immer mehr Menschen jetzt hier unterwegs. Da hinten ist sogar ein Tunnel.
Jetzt müsste der Wasserfall aber auch langsam kommen. Weil ein Kilometer oder was da vorhin stand, ist ja jetzt auch schon eine Weile vorbei. Aber kann auch täuschen. Kommt immer auf die Wege drauf an. Ja, und wer Angst hat, kann sich auch hier am Seil festhalten. So, hier gibt es auch einen Brunnen, kommt aber leider nichts raus. Ja, das war der Wasserfall. Das Licht war nicht so toll gerade. Aber ich hoffe, man konnte doch was erkennen. Ich laufe jetzt parallel zu diesem Weg wieder zurück. Da unten ging der Weg lang, wo ich gerade hergekommen bin. Hier oben geht es jetzt wieder zurück. Ich werde jetzt noch bis zur Geroldsauer Mühle laufen. Dort mache ich dann erstmal eine Pause. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas. Mal schauen. Ja, und dann laufe ich die letzte Etappe bis zu dem Parkplatz. Und von dort geht es dann mit dem Bus wieder zurück. Hier gibt es mal wieder eine Hütte, aber auch wieder privat, alles verschlossen. Hier steht jetzt auch schon das Kurhaus dran mit 15,5 Kilometer, aber so weit brauche ich gar nicht mehr, weil der Parkplatz davor ist. Ich denke mal so 3 Kilometer weniger, keine Ahnung. Ja, der Parkplatz ist gut besucht. Von hier halt wenige Minuten bis zum... Den Weg musste man jetzt erstmal suchen. Weil der ist direkt hinter dem Parkplatz. Da hinten ist nochmal der Merkur. Da sieht man auch die ganzen Gleitschirmflieger. Man geht jetzt hier so die ganze Zeit am Hang entlang. Hat man immer schöne Aussichten. Immer mal zwischen den Bäumen. Da geht der Weg lang. Leider auch trocken.
immer wieder schöne Aussichten. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass es hier zwei Wege gibt. Der Weg zur Geroldsauer Mühle, 200 Meter, der geht jetzt hier irgendwo runter. Das ist dann aber nur der Zuweg, weil da beginnt die vierte Etappe. Und da komme ich jetzt direkt gar nicht vorbei. Ich gehe jetzt hier links weiter und lasse die Mühle beiseite. Auf jeden Fall geht es jetzt hier erstmal ein gutes Stück nach oben. Eine ziemlich lange Steigung, sage ich euch. So, mal wieder eine Schutzhütte. Hier mache ich jetzt erstmal Pause. So, Pause habe ich beendet und weiter geht's bergauf. Das steilste Stück habe ich jetzt geschafft. Jetzt geht es nur noch leicht bergauf. Aber ich müsste auch bald oben am Felsen sein. Und dann geht es fast nur noch bergab. So, da ist der Luisfelsen. Sind auf jeden Fall ein paar Leute da. Ich schaue jetzt trotzdem mal hin. Ich muss nochmal hier mein Täschchen reparieren. So, jetzt geht's wieder. So, da ist nochmal so eine kleine Hütte mit Aussicht. Sitzen einige Leute drin, ist nur klein. Aber ich konnte kurz was filmen, aber jetzt gehe ich weiter. Hier gibt es auch noch mal eine Hütte. Bis zum Kurhaus sind es jetzt nur 8 Kilometer. So weit brauche ich aber nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, aber ich denke mal, ich kann da jetzt 3 Kilometer abziehen. Also so ungefähr 5 Kilometer habe ich noch. Obwohl da oben steht am Tiergarten Bushaltestelle 2,5 Kilometer. Die Bushaltestelle, wo ich hin muss, das ist am Tiergarten. Aber könnte sein, dass der Weg dann noch ein bisschen anders lang führt. So, jetzt geht's endlich mal wieder runter. So viele Höhenmeter können aber auch nicht mehr kommen. Ich meine, es geht noch einmal bergauf. Ein kurzes Stück, aber jetzt überwiegend bergab. Hier ist das Waldhaus Bacari. Eine richtig coole Hütte, richtig viel Platz. Hier draußen kann man schön sitzen. Und da oben auch. Auch Sitzbänke, halbwegs sauber, richtig viel Platz. Schön. Ja, und hier hat man dann nochmal einen schönen Blick auf Baden-Baden. Da hinten ist das alte Schloss. Das war die erste Etappe, wo ich dann von Baden-Baden hochgelaufen bin. Und dann ging es weiter. Bis zum Merkur, also unterhalb, nicht nach oben, sondern nur unten lang. Schön. Jetzt geht's hier nochmal hoch.
glaube, ich muss aufhören zu sagen, dass es nur noch bergab geht. Ich kann halt immer so auf der kleinen Uhr das Höhenprofil, kann man da nicht so genau erkennen. Aber jetzt geht es wieder hoch, schon die ganze Zeit. Und nicht wenig. Schöne Raststelle. Ich zeige euch auch mal warum. So, die beste Aussicht des Tages. Da unten ist ein Golfplatz. So Leute, ich brauche jetzt ungefähr noch 15 Minuten bis zur Bushaltestelle. Dort habe ich letztens die erste Etappe begonnen. Mein Rundweg ist dann beendet. Wie viele Kilometer ich jetzt insgesamt hatte und Höhenmeter, müsste ich mal schauen. Offiziell hat die Strecke ja 44 Kilometer, aber manchmal ist es ja dann doch immer ein bisschen mehr. Also der Weg lohnt sich auf jeden Fall. Macht ihn nach. Ich werde ihn bestimmt auch noch mal irgendwann laufen. Wahrscheinlich dann im Herbst, wenn wirklich alles schön bunt ist. Aber nicht mehr dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr, mal schauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Man hat viele Möglichkeiten, in die Strecke einzusteigen. Es gibt viele Parkplätze unterwegs, kostenlose. Und wie gesagt, auch viele Busverbindungen. Man kommt dann immer wieder zur Strecke zurück oder zum Auto, wie man will. Also wirklich ein sehr schöner Weg. Ja, ich sage mal danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Tour wieder mit dabei seid. Also macht's gut, bis dann, tschüss.